Lebensgefährliches Übergewicht. Todesangst bei Menowin Fröhlich. Trotz Magen-OP kommt es zum Alkoholabsturz. Sobald ich was runterschlucke, oder auch wenn es zu trinken ist, kommt es sofort mit dem Schmerz wieder hoch. Dann der Schock bei der Nachuntersuchung. Hat sein Rückfall alles zerstört? Irgendwie stimmt da was nicht. Menowins gesamte Zukunft steht auf dem Spiel. Scheitert jetzt auch sein lang geplantes Musik-Comeback? Und wenn das nicht klappt, dann weiß ich nicht, wie es mit mir weitergeht. Menowin Fröhlich, bekannt aus der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, führte ein Leben auf der Überholspur. Als Sänger, Frauenschwarm und vor allem Lebemann im Rampenlicht. Durch Alkohol- und Drogenexzesse bekam er Probleme mit dem Gesetz und musste sogar ins Gefängnis. Durch einen Entzug wurde er clean, doch eine neue Sucht hat ihn fest im Griff. Innerhalb eines Jahres hat Menowin 60 Kilogramm an Gewicht zugelegt. Diabetes und Bluthochdruck sind die Folgen. Menowins Gesundheit steht auf dem Spiel. 154,8. Wenn ich so bleiben würde, wie ich bin, dann ist es halt so, dass ich anfangen würde, wahrscheinlich dann am Zucker zu verrecken. Ich muss mich jetzt operieren lassen. Eine Magenverkleinerung sollte die Rettung sein. Morgen, liebe Leute. Voller Motivation und mit einem großen Ziel vor Augen startete der 35-Jährige den Kampf für ein neues Leben. Wow, das sind 20 Kilo. Auf dem schweren Weg sollte Gott ihm zur Seite stehen. Menowin, aufgrund deines Bekenntnisses taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja! Seinen großen Traum hat er wieder fest im Blick. Ich möchte wieder auf der Bühne stehen, aber diesmal nicht als Teenie-Schwarm, sondern als gestandener Mann. Und mit einem neuen Song. Ich will nicht mehr den Streetboy, diesen Bad Boy präsentieren, weil den gibt's nicht mehr. Doch er hat sich zu viel zugemutet. Es kam zu einem Rückfall. Ja, die Sorgen von der Vergangenheit sind halt, dass er halt anfängt zu trinken dann wieder. Gran Canaria war Katastrophe. Hab halt Alkohol getrunken. Ich war im Arsch. Hat er den Kampf um ein neues Leben schon wieder verloren? Ich geh mit dir jeden Weg durch, egal wie hart er und schwer er ist. Menowin macht sich auf die Suche nach seiner Vergangenheit. Hier haben wir gewohnt. Hier ist alles passiert. Ich muss ihn unbedingt finden, mein Vater. In München steckt Menowin auf der Suche nach seinem Vater in einer Sackgasse. Eine letzte Spur führte ihn zu einem Obdachlosenheim. War das endlich der entscheidende Hinweis? Naja. Was konnte er in Erfahrung bringen? Nicht wirklich viel, ne? Also die haben. Keiner kann mir irgendwie sagen, ob der da war oder nicht da war. Die machen da so ein großes Secret-Ding immer mal draus. Ja, aber du musst so sehen, wir haben jetzt heute trotzdem ein bisschen was erreicht. Wir haben jetzt da, wo wir waren, einfach ein bisschen so kleine Welle gemacht. Mhm. Die Leute wissen, du suchst ihn. Mhm. Wenn ihn einer sieht, werden sie sich melden bei dir. Mhm. Wir haben die Flugblätter aufgehangen, weißt du, wie ich meine? Ja, also, die wissen halt jetzt auch Bescheid. Genau. So, ne? Also es war jetzt nicht umsonst, was wir gemacht haben, denke ich mal. Nee, das auf gar keinen Fall. Also das glaube ich jetzt auch nicht. Ja, gib halt nicht auf, ne? Ich werde nicht aufgeben. Irgendwann klappt's. Ja, ich unterstütze dich auf jeden Fall weiter, mein Bruder. Danke. Wir schaffen das schon, okay? Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das Problem ist, ich finde ihn halt nicht so. Ich weiß halt nicht so, welche Informationen jetzt richtig sind und welche falsch sind. Das ist halt das Problem. Nach über einer Woche unterwegs kommt der 35-Jährige endlich wieder zurück nach Hause zu seiner Familie. Seine Frau Shenai hat ihren Liebsten schon sehnsüchtig erwartet. In ihren Armen findet Menowin immer wieder Trost und Zuversicht. Zusammen sind sie schon durch die schlimmsten Krisen gegangen. Ja, war nicht so berauschend. Ja, und was willst du jetzt machen? Willst du jetzt dann weitersuchen oder willst du es jetzt abschließen? Oder? Nee, ich werde auf jeden Fall weitermachen, so, ne? So wie Gott will einfach so jetzt. Ne? Ich werde nochmal, wie gesagt, ins Gebet gehen, jetzt schauen. Wie sich das Ganze halt entwickelt. Und ich weiß ja nicht, ob es überhaupt so sein soll.
Weißt du, wenn es dann nicht so sein soll, dann ist es halt so. Aber ich muss jetzt erstmal schauen, wie das halt jetzt weitergeht. Mal gucken jetzt, ob auf diese Geschichten, die wir da aufgehängt haben, diese Blätter, ob darauf halt irgendwie was kommt. Da müssen wir halt abwarten. Keine Ahnung, wenn nichts passiert, dann lass es einfach. Was soll ich machen? Und ich bin jetzt froh, dass ich erstmal zu Hause bin. Na gut. Wenn du das hier siehst, kannst du dich gerne bei mir melden. Und dann können wir gerne mal gemeinsam miteinander reden, weil ich würde dich gerne sehen und dir einfach sagen, dass ich dir verzeihe. Menuhins große Comeback-Party steht kurz bevor und noch ein anderer wichtiger Termin. Der 100-Tage-Check-up im Universitätsklinikum Tübingen. Hier hatte er sich der schwierigen Magen-OP unterzogen. Ja, wir haben heute den 100-Tage-Check. Also es wird praktisch jetzt nochmal alles geprüft, inwiefern sich das jetzt alles entwickelt hat. Ist das gut, ist das schlecht? Wahrscheinlich wird uns auch noch gefragt, wie viel ich esse, was ich esse. Also diese ganzen Tests, die jetzt nach der OP praktisch durchgeführt werden müssen, werden heute wahrscheinlich durchgeführt. Der Sänger hat seit seinem Absturz auf Gran Canaria immer noch Beschwerden mit seinem verkleinerten Magen. Sodbrennen und Schluckauf bereiten ihm starke Schmerzen. Zunächst geht es für den sechsfachen Vater allerdings auf die Waage. Wie hat sich sein Gewicht entwickelt? Wow! 2 Kilo runden? Ja. 120 Kilo. Gratuliere. Check! Das Kämpfen hat sich gelohnt. Der Familienvater kann stolz auf das Erreichte sein. Also ich glaube, ich bin 34 Kilo leichter. Das war das Ziel. Das war der leichte Teil der Untersuchung. Was jetzt herauskommt, ist für Menuhins Comeback-Pläne entscheidend. Ich bin auch froh, dass wir heute hier sind, weil ich habe halt zurzeit riesengroße Probleme seit den letzten 2-3 Tagen. Und das ist hier in dem Bereich, da tut es ordentlich weh. Und ja, ja, mal gucken jetzt, was jetzt bei rauskommt aus der ganzen Nummer. Wir waren im Gran Canaria. Und dort waren wir in so einer Villa eingeladen und da haben wir 5 Tage ein kleines Projekt gehabt und so. Mhm. Und da habe ich Alkohol getrunken. Mhm. Und ich habe in diesen 5 Tagen so gut wie fast gar nichts gegessen. Also ich konnte nichts Richtiges essen. Und dann ist es mir passiert, dass mir dann am 6. Tag richtig schlecht geworden ist. Mhm. Und ich dann 2 Tage hintereinander richtig krass gebrochen habe, aber nur gewürgt, ohne dass ich das, was dabei richtig rauskam. Also wenn, kam nur Schleim raus, aber sonst habe ich nur richtig gewürgt. Mhm. Und seit diesem Tag habe ich Probleme in dem Bereich. Sobald ich was runterschlucke, oder auch wenn es zu trinken ist, kommt es sofort mit wie ein Schmerz wieder hoch. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe da so eine Schmerzen. Gerade aktuell ist da irgendwas los mit der Speiseröhre. Ich weiß nicht, ich glaube, dass das jetzt eher von den letzten 10 Tagen da kam, wo ich da unterwegs war halt auch so, ne, im Ausland. Und ja, irgendwie stimmt da was nicht. Durch diese Symptome leidet auch Menuhins Stimme. Der Traum vom strahlenden Neustart rückt damit in weite Ferne. Kann Dr. Archit Entwarnung geben? Von seinem Urteil hängt jetzt Menuhins unmittelbare Zukunft ab. Die Wunde befindet sich weiterhin im Heilungsprozess, aber sieht soweit ganz gut aus. Ja? Okay. Das, jetzt haben wir eine Situation, wo du sehr schlecht essen konntest, aber du warst in einer extremen Stresssituation. Du hast deine Medikamente auch gegen Sodbrennen da nicht einnehmen können diese Tage. Und das werden wir sicherlich nachgehen, weitere Untersuchungen machen, um den Schluckakt darzustellen, wie das alles funktioniert. Okay. Und zu schauen, was da das Problem ist. Okay. Ja? Dr. Archit gibt vorerst grünes Licht. Der Sänger kann durchatmen. Jetzt geht's in die richtige Bahn. So. Und das finde ich einfach schön. Das ist ein richtig tolles Gefühl. Auch Chennai ist erleichtert und freut sich über jedes Kilo, das ihr Ehemann schon verloren hat. Mir gefällt mein Mann natürlich jetzt super. Er soll nicht ganz dünn werden, auf gar keinen Fall. Ich will schon so leicht, dass er ein bisschen am Bäuchlein noch gemütlich ist, dass ich meinen Kopf so ein bisschen anlegen kann. Heute ist der große Tag gekommen. In einem bekannten Kölner Club wird Menuhin am Abend seine neue Single der Presse und seinen Fans präsentieren.
Auf dem Weg zur Generalprobe begleitet ihn sein bester Kumpel Jerome. Er ist der DJ heute. Ich kenne ihn schon wirklich richtig, richtig lange. Und ich bin echt froh, dass er heute hier ist, dass er uns heute Musik schenken wird, dass er den Abend bereichern wird. Und wir werden jetzt in die Location gehen. Er wird jetzt seine Sachen so ein bisschen aufbauen. Und dann werden wir mal langsam den Sound checken und werden den Song auch noch mal kurz mal anspielen, ob das alles in Ordnung ist. Und dann warten wir, bis die Leute kommen. Hier in Köln entscheidet sich heute die Zukunft des Sängers. Das ist der größte Kampf, der größte Gong, der jetzt losgeht sozusagen. Ich möchte praktisch damit überzeugen, was in mir ist, dass das nach außen geht. Und wenn das nicht klappt, dann weiß ich nicht, wie es mit mir weitergeht. Der Familienvater steht unter großem Druck. Und obwohl er schon so viel erreicht hat, muss er vor allem seine Fans heute vom neuen Menowin überzeugen. Vor einem Jahr wäre das alles gar nicht möglich gewesen, glaube ich. Ich glaube auch, dass vor einem Jahr sowas auch mit mir gar nicht zu organisieren gewesen wäre. Denn nach seinem Drogenentzug wurde das Essen zu einer neuen Sucht. Über 60 Kilo hatte der Familienvater zugenommen. Ist auch ganz schön am Schwitzen schon. Ja, ist normal. Jede Bewegung wurde zur Qual. Der ehemalige Lebemann zog sich zurück aus der Öffentlichkeit. Doch damit ist es spätestens heute vorbei. Der Eros ist auch schon da. Schau mal. Ja, wie geht's? Hi. Lange nicht gesehen. Alles gut? Alles gut hier, klar. Ja, freue mich, heute hier sein zu dürfen bei dir. Ja, danke, danke. Bin total überrascht auch, weil ich finde, ganz ehrlich, ich habe da richtig schön gemacht. Also meiner Meinung nach, also jetzt nicht so persönlich zu kommen, sehr viel abgenommen. Ne? Dankeschön. Also, ja, das und... ja, alte Zeiten sind aber, glaube ich, heute nicht mehr da. Ne? Ja. Das ist doch schön. Das freut mich sehr. Also auf jeden Fall, ja. Alkohol- und Drogenexzesse prägten Menowins früheres Leben, besonders hier in den Clubs. Um den vielen verbotenen Versuchungen heute widerstehen zu können, plant der Sänger eine Release-Party der besonderen Art. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte ja eigentlich ein Alkoholverbot aussprechen, aber das ging halt leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil... Das ist halt ein Veranstalter, sein Club, dann hätte ich halt den kompletten Club bezahlen müssen und hätte dann sagen müssen, okay, ne, da der Mann natürlich auch so ein bisschen was verdienen will, müssen wir jetzt leider auf diesen Alkoholverbot verzichten. Und da kann jeder für sich selber entscheiden, was er macht. Wir können aber trotzdem heute ein Ansporn sein dafür, dass sie vielleicht nicht total betrunken irgendwie nach Hause gehen oder sich jeder abschießen. Du hast gefallen.